kleiner Schlumpf. Das letzte Mal, als die Ernte so gut war, war ich auf dem Fest des ehrwürdigen Puba. Habe ich euch jemals davon erzählt? Das hast du schon mindestens 1000 Mal, Großvater. Gelobt seien die Schlümpfe, wir haben es fast geschafft. Ja, Schlumpf sei Dank. Mich auch. Als ich zuletzt so müde war, reiste ich durchs Dschungelland. Wow, eine Reise durchs Dschungelland. Ja, dort erlebte ich mein größtes Abenteuer. Was ist denn dein größtes Abenteuer gewesen? Ja, du hast doch so viele erlebt. Das stimmt, aber dies war mein allergrößtes Abenteuer. Es fing damit an, dass ich von einem langhalsigen Pflanzenfresser mitgenommen wurde. Ein langhaltiger was? Pflanzenfresser, Schlaubi. Schneller, Junge, schneller! Ich erinnere mich, dass wir an einer Herde schwarz-weiß gestreifter Pferde entlang rasten. Ich war schon einige Tage unterwegs und hatte wirklich einen Mordsfall. Das war eigentlich recht gemütlich. Da begegnete mir die grauenvollste Kreatur, die ich je gesehen hatte. Eine schlumpffressende Monsterkatze. Los, weg! Ich glaube, ich brauche euch nicht zu sagen, dass meine Beine fast von selbst gerannt sind. Bis bald, Mitzekätzchen. Oh, dann geriet ich in einen Sand, der mich verschlingen wollte wie ein alles verschlingendes Matschmonster. Ach, komm schon, Großvater. Denkst du etwa, wir glauben das? Verschlingender Sand? Monsterkatzen? Gestreifte Pferde gibt's doch gar nicht. Ehrlich, das ist wirklich zu viel, hörst du? Psst, ich möchte aber wissen, was dann geschah. Ja, bitte erzähl weiter. Nun, es sah so aus, als stünde ich vor meinem letzten Atemzug. Komm, Jimba, noch viel mehr. Wirklich gut. Hilf mir denn jemand. Hilfe! Meine Güte, was für ein Wesen bist denn du? Im Augenblick ein ziemlich hilfloses. Oh ja, ich helfe dir. Hier. Wahrhaftig, wer hätte gedacht, dass ich an diesem verlassenen Ort von einem so hübschen jungen Mädchen gerettet würde? Sie hieß Amani, war eine Prinzessin und gehörte einem großen Volksstamm an. Wir wurden Freunde und sprachen über viele Dinge, auch über ihre juwelenbesetzte Trommel, die zu ihren liebsten Schätzen gehörte. Und deine Trommel besitzt magische Kräfte? Ja, ich erhielt sie von meiner Mutter, der Königin, geschenkt. Sie besitzt die Kraft, die wildesten Tiere zu zähmen. Darum trage ich sie immer bei mir, wenn ich in den Dschungel gehe. Wenn ich an die Monsterkatze denke, glaube ich das nicht. Diese Trommel gehört meiner Familie schon seit vielen Generationen. Und wenn ich eines Tages Königin bin, schenke ich sie meinen eigenen Kindern. Großer Schlumpf, was bist du doch für ein faszinierender Mensch. Zu schade, dass ich jetzt gehen muss. Oh, aber ich hätte dir so gern mein Volk vorgestellt. Es tut mir leid, aber es ist wichtig, dass ich jetzt schnellstens in mein Dorf zurückkehre. Leb wohl, Amani. Gern würde ich mich für deine Freundlichkeit revanchieren. Auf Wiedersehen, kleiner Schlumpf. Und das war das Letzte, was ich von ihr gehört habe. Fabelhaft, Großvater, das ist ja eine tolle Geschichte. Das sage ich auch. Eine Prinzessin im Dschungel mit einer magischen Trommel, oh Junge. Es ist wahr, jedes Wort. Ich habe ein Gedächtnis wie ein Uhrwerk. Nun, vielleicht hast du ja mal vergessen, das Uhrwerk aufzuziehen. Sei nicht traurig, Opi. Wollen wir unsere Besucher vom großen südlichen Kontinent willkommen heißen. Königin Tasha und Prinzessin Amani. Wie ihr seht, haben sie uns exotische Tiere mitgebracht, die wir im königlichen Wildgehege unterbringen werden. Hey, ich bin in der Überaufruhr!
Armani, schnell! Deine Trommel! Beruhigt euch! Die Trommel meiner Tochter besänftigt wilde Tiere. Hey, Whitlow! Nun sieh dir bloß mal diese Klunker an! Wenn wir uns die Trommel unter den Nagel reißen, haben wir ausgesorgt! Was machen wir mit König Schirras Wächtern und der Kleinen? Ich habe einen Plan für die Wächter und die Kleine. Sie wird kein Hindernis sein. Bitte, Obi, erzähl uns nochmal von Prinzessin Amane. Ja, und ich würde gern mehr über gestreifte Pferde hören. Vielleicht morgen, ihr Schlumpfinge. Jetzt solltet ihr lieber schlafen. Wie schön, dass wenigstens Sie meiner Geschichte Glauben schenken. Oh Mann, ihr glaubt aber auch alles, was man euch erzählt. Opa Schlumpfs Geschichten, sie sind einfach lächerlich. Oh nein, sind sie nicht. Oh doch, die älteren Schlümpfe haben ihn doch nur noch ausgelacht. Opa Schlumpf ist alt, sein Schlumpfen ist schon total verteilt. Dieser vorlaute Besserwisser. Beweis für meine Geschichte hätte. Es ist so aufregend, im Land des Nordens zu sein. Ob ich wohl den kleinen Schlumpf von damals wiedersehe? Armani, bitte. Du solltest lieber diese albernen, kindischen Hirngespinste vergessen. Aber Mutter, ich habe ihn doch gesehen. Das ist die Wahrheit. Alles klar, Whitlow. Bringen wir es hinter uns. Wie konnte das passieren? Ich weiß nichts, Sir. Los, die letzten Männer! Wir müssen sie wieder einfangen! Ich begleite euch. Ihr kennt euch mit diesen Tieren nicht so gut aus. Aber gern, Königin Tasche. Ich komme auch mit. Vielleicht kann ich sie mit meiner Trommel beruhigen. Du solltest lieber von hier aus trommeln. Es ist sicherer. Ja, ich lasse dir zum Schutz einen Wächter hier. Vorwärts jetzt! Wir müssen uns beeilen! Das hat ja schon mal gut geklappt. Oh, dann werden wir uns jetzt um die Trommel kümmern. Von wegen verkalkt. Wie können Sie es nur wagen? Was ist das? Ach du großer Schlumpf, das Geräusch kenne ich doch. Was ist los? Hey, was ist los? Schlumpfe hierher, hört mir zu. Ziehen Sie Ihre Männer ruhig zurück, König Gerard. Das Netz wird nicht notwendig sein, solange er den Trommelschlägen folgt. Ich höre keine Trommel. Hört ihr eine Trommel? Ich höre keine Trommel. Ich höre auch keine. Ich höre keine Trommel. Hört doch! Seid still! Ich konnte leider nicht widerstehen. Jetzt reicht's mir aber. Ich gehe zurück ins Bett. Ja, Opa Schlumpf wird wirklich langsam alt. Ich sage euch, ich hab's gehört. Es war ganz bestimmt das Stammestrommeln. Es muss hier irgendwo sein. Vielleicht hast du es bloß geträumt. Wofür hältst du mich eigentlich? Für einen schwachsinnigen alten Opa? Das war bestimmt kein Traum, ich schwör's. Wenn ihr mich fragt, ist Opa Schlumpf total übergeschnappt. Einfach nicht wahr, Schlumpf. Nein!
sag es ihm, Papa Schlumpf. Sassette, versuch zu verstehen. Es kann vorkommen, dass alte Schlümpfe manchmal verwirrt sind. Ich zum Beispiel. Nein, nein, ihr seid im Unrecht. Opi, Opi. Ich höre nicht auf das, was die anderen sagen. Ich glaube dir immer noch. Ich muss es gehört haben und das habe ich auch, habe ich das. Ein Ausschau-Window, sie muss hier irgendwo rumschwirren. Kommt, Simba, sie dürfen uns nicht aufspüren. Nun, während wir im Westwald nach Keutern suchen, werdet ihr drei Schlümpfe das im Süden tun. Geht klar, Papa Schlumpf? Gut, ich werde Opi mal fragen, ob er mitkommt.